Kolleginnen und Kollegen, in dieser Woche hat das neue Semester begonnen und es wurde schon gesagt, es gibt eine gute Nachricht. Ich bin nicht mehr eingeschrieben, ich habe mein Studium beendet und zwar erfolgreich. Herzlichen Dank für die Nachfrage. Mehr junge Menschen als je zuvor strömen an die Hochschulen. Mehr junge Menschen als zuvor wollen eine wissenschaftliche Ausbildung in Angriff nehmen. Und die, die tatsächlich einen Studienplatz ergattert haben, dürfen sich glücklich schätzen. Zwar haben sie vielleicht nicht den Studienplatz ihrer Wahl bekommen, vielleicht auch nicht in der Stadt, in der sie gerne studieren möchten, aber immerhin, sie haben einen Studienplatz. Sie müssen sich glücklich schätzen, weil tausende Studierende eine Absage von den Hochschulen bekommen haben. Diese jungen Menschen haben ihre Studienberechtigung hart erkämpft. Sie haben Abitur gemacht, sie haben Fachabitur gemacht und diese Studienberechtigung nützt ihnen in diesem Semester rein gar nichts. Und das ist absurd, das ist eine Frechheit und ein politischer Skandal. Ein Skandal auch deshalb, weil all das ja nicht wie eine Naturkatastrophe über uns gekommen ist. Wir alle wissen, dass mit der Einführung von G8 ein doppelter Abiturjahrgang wartet. Wir alle wissen nicht erst seit gestern von der Abschaffung der Wehrpflicht. Die neuen Erstsemester kommen dann an die Hochschulen, erleben gleich die neue Wirklichkeit an den Hochschulen. Sie haben ein Einführungsseminar, müssen wahrscheinlich am Boden sitzen, weil dort der Platz nicht ausreicht. Und sie haben vermutlich keine Unterkunft, weil sie vielleicht wissen, wenn sie einmal in den Immobilienmarkt reinschauen, dass kleine und kostengünstige Wohnungen fast nicht mehr vorhanden sind und die Plätze an den Wohnheimen einfach nicht mehr genügen. Sie sind hoffnungslos überfüllt. Kümmern Sie sich endlich darum. Die Infrastruktur der Hochschulen reicht hin und vorn nicht aus. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, das CHE, nicht gerade eine linke Organisation, wie Sie vielleicht wissen, gab im Juli bekannt, dass für das Jahr 2011 mindestens 50.000 Studienplätze fehlen werden. Gleichermaßen gab die Organisation bekannt, dass 500.000 neue Studienanfängerinnen und Anfänger bis 2015 an die Hochschulen strömen werden. Aber selbst nach dieser Meldung ist mal wieder nichts passiert. Meine Damen und Herren von der Regierung, Sie erklären immer lauthals, dass Sie bestens auf die Situation vorbereitet sind und dass durch den Hochschulpakt 2020 genügend Studienplätze zur Verfügung stehen. Ich befürchte, Sie haben sich einfach ordentlich verrechnet. Dazu kommt, dass der Hochschulpakt derzeit hoffnungslos unterfinanziert ist. Laut Statistischem Bundesamt kostet ein Studienplatz 7.150 Euro. Sie finanzieren die Unis mit 6.500 Euro aus. Das kann so einfach nicht funktionieren. Und bitte kommen Sie mir jetzt nicht mit den Beispielen, dass es irgendwo an irgendeiner Uni in irgendeinem Fachbereich besser aussieht. Es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht ein Glücksspiel ist, welche Studienbedingungen man vorfindet. Es geht hier um das Menschenrecht auf Bildung und nicht um Lotteriescheine. Die Linke fordert die Aufstockung des Hochschulpaktes. Wir brauchen mindestens 500.000 zusätzliche Studienplätze. Wie das schon erwähnt wurde, der Hochschulpakt muss das politische Ziel erfüllen, Zulassungsbeschränkungen, die wir derzeit haben, überflüssig zu machen, weil es genügend Studienplätze gibt. Wir möchten, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, das Fach zu studieren, das er oder sie gerne möchte. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ganz kurz an das Versprechen von Frau Schawan erinnern. Im Juli 2009 hat sie als Reaktion auf den Bildungsstreik verkündet, jeder Bachelorabsolvent soll selbst entscheiden, ob er einen Master machen möchte oder nicht. Dieses Versprechen sind Sie seitdem schuldig. Setzen Sie es endlich um. Wir fordern das Recht auf einen Master für alle. Selbst Frau Merkel hat ja vor einigen Tagen noch Verständnis für die Proteste gegen die Macht der Banken und gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise geäußert. Ich denke, sie wird dieses Verständnis gleich noch auf die Studierenden ausdehnen können, denn die werden nicht das ganze Studium über am Boden sitzen. Die Parole Geld für Bildung statt für Banken ist heute richtiger denn je. Vielen Dank.